Also, ich habe überhaupt keine Angst. Ja? Mir kann überall etwas passieren. Und deswegen, mein Leben hat sich nicht verändert. Ich lebe weiter wie bisher. Ich finde, wenn man sich davon Angst machen lässt, dann kann man im Bett liegen bleiben und dann hat man kein Leben mehr. Da muss man sich nicht von einschüchtern lassen, meiner Meinung nach. Ja. Es ist natürlich eine große Gefahr jetzt mehr wie früher, aber was will man machen? Ich lebe eigentlich weiter wie bisher. Also ich habe jetzt. Sonst könnte man ja eigentlich nirgendwo mehr hingehen, wenn man jetzt vor alles Angst haben sollte oder so. Angst wie vorher auch. Ich meine ja, man ist etwas umsichtiger und guckt, wer so um einen herumläuft. Nicht? Ansonsten direkt Angst, würde ich nicht sagen. Nein, keine andere Einschränkung. Wenn ich jetzt einmal generell in Europa mir anschaue, die Anschläge, ja, wie viele waren es? Relativ wenig. Und wenn ich mir die Verkehrstoten ansehe, ich bin sehr viel unterwegs, ich fahre im Jahr zwischen 30.000 bis 60.000 Kilometer. Wenn ich Raser an mir vorbei rasen sehe, die unverantwortlich fahren, da passiert viel mehr. Deswegen also auch durch die Anschläge. Ich bin auch auf den Weihnachtsmarkt gegangen, ohne dass ich links und rechts geschaut habe. Ja. Ich habe keine Angst. Und ich lasse mir auch nicht von ein paar Terroristen mein Leben kaputt machen. Nein, direkt geändert habe ich nichts. Nur wie gesagt, wir sind noch nicht nach Brüssel gegangen, nicht in den Großstädten. Also ich meine, man denkt zwar schon immer daran, wenn man irgendwo hingeht, wo viele Leute sind oder wo mal eine Veranstaltung ist, aber dass ich jetzt sagen würde, hätte mein Leben verändert oder irgendwie einschüchtern lassen, das jetzt nicht so direkt. Aber man denkt schon immer daran, das ist schon klar. Dann wie heute, wo es wird das wieder viel im Fernsehen gezeigt, dann ist es wieder stärker vorhanden. Aber es ist schlimm, dass sowas alles passiert. Aber man kann sich jetzt nicht dafür einschließen. Also ich versuche das jetzt nicht auszuschließen, aber nicht jetzt mich einschüchtern zu lassen, indem ich jetzt da so ängstlich lebe. Ich gehe auch sonst zu Konzerten und ich denke mir, es ist ja auch mehr Sicherheit jetzt geboten, wenn man dann eben zu Veranstaltungen geht. Also ich versuche jetzt ganz normal weiterzuleben. Ebenso viel Angst oder ebenso wenig Angst wie vorher. Der Terrorismus ist einfach eine Zeiterscheinung, die wird auch nicht schwächer, die wird stärker, die wird größer. Ja, ich nehme an, die Leute sind aber jetzt ein bisschen mehr vorsichtiger wie früher, denke ich schon mal. Und Sie persönlich? Oh. Wenn mal passieren muss, passiert halt, sag ich. Man kann sich jetzt nicht überall verstecken hier, meine ich. Das Einzige, was Sie sagen können, das habe ich auch früher gelernt, die Geschichte lehrt uns, dass wir aus ihr nichts gelernt haben. Gucken Sie ruhig da, fangen Sie an bei Napoleon, hören Sie bei Hitler auf und jetzt bei Erdogan an. Wo wollen Sie da aufhören? Alles dasselbe. Die haben alle dasselbe.